Herzlich willkommen in Anis Welt. Neben der Straße der Megalithenkultur in Norddeutschland haben auch die Niederlande eine große Anzahl von Dolmen im Repertoire. Zusammen mit Cori, du kennst sie von meinem Interview mit mir namens Coris Weg, machten wir uns auf die Socken nach Emmen. Absolut begeistert war ich davon, dass es in den Niederlanden sogar einen Hünenbedden-Highway gibt. Klasse! Auf dem Weg zu unserem ersten Dolmen mit der Bezeichnung D47 im Stadtteil Angelsloh wunderten wir uns sehr, dass er mitten in einer Universitätsstadt zu liegen scheint. Was für eine Auswirkung er wohl auf die Studierenden haben mag? Ich vermute, sie haben alle nur die besten Abgangsnoten und alle Arbeitgeber reißen sich um sie. Zuerst entdeckten wir einen kleinen Hügel, der als Beet angelegt war. Daneben führte ein Graben entlang. Als Brücke dienen dabei offenbar Steine, die ehemals zu einem Dolmen gehört haben könnten. Cori und Bolu ruhten sich ein wenig aus und genossen die guten Schwingungen. Circa 700 Meter von diesem Graben entfernt befindet sich der Dolmen D47. Zwei abgestorbene Bäume in Form der Algisrune wurden zur Zierde vor dem Dolmen stehen gelassen. Alges dient auch dem geheimen Wissen und der Kommunikation. Sehr passend zu dem Universitätsgelände. Sehr gepflegt befindet sich der Dolmen unter ein paar Bäumen. Liebevoll sind hübsche Hinweisschilder mit der Beschreibung des Dolmens und Wissenswertes über die damalige Zeit in den Sprachen Niederländisch und Englisch aufgestellt worden. Balu und Cori gefiel der 6,9 Meter lange und 2 Meter breite Dolmen sehr gut, wie hier auf den Bildern zu sehen ist. Mich betrübte es zu sehen, dass selbst hier in den Niederlanden an dem 4.000 bis 5.000 Jahre alten Dolmen Sprengungsversuche stattgefunden haben, wie diese Bohrungen zeigen. Diese Grabanlage Angelsloh Zuid ist süd-südost-nord-nordwestlich ausgerichtet. Die Anlage besteht aus 5 Jochen und ursprünglich 2 Abschlusssteinen. Von den 2 Decksteinen waren im Jahre 1918 nur noch 2 vorhanden. Ein dritter Stein wurde 1960 ergänzt. Ebenso wurden 1997 2 weitere Steine ergänzt. Wie man sieht, bemüht man sich in den Niederlanden sehr um diese Grabkammern. Finde ich klasse. Und deshalb plane ich auch noch weitere Besuche bei diesen mystischen Kunstwerken der Vergangenheit. Ich hoffe, du begleitest mich dabei. Oder bist so inspiriert, dass du selbst einen Dolmen aufsuchst. Viel Freude dabei, wünscht dir deine Ani.